Belarussischer Präsident Lukaschenko denunziert Demonstranten als Menschen mit krimineller Vergangenheit und als Arbeitslose. Schulbeginn in Nordrhein-Westfalen. Das Tragen einer Maske ist Pflicht. Demokratin Kamala Harris zur Vizepräsidentin nominiert. Die Senatorin aus Kalifornien zieht mit Joe Biden in den US-Wahlkampf. Corona in Europa. In immer mehr Ländern müssen Masken auch im Freien getragen werden. Viele trugen Weiß, sie hielten sich bei den Händen. Viele hatten Blumen dabei. In der belarussischen Hauptstadt Minsk haben rund 200 Frauen gegen das Vorgehen der Polizei infolge der Präsidentschaftswahl am Sonntag protestiert. Amtsinhaber Alexander Lukaschenko hatte die Abstimmung mit rund 80% der Stimmen gewonnen. Oppositionelle bezweifeln die Rechtmäßigkeit des Wahlablaufes und des Ergebnisses. Seit dem Wahlsonntag sind in dem Land rund 6.000 Menschen festgenommen worden. Die meisten der sogenannten Demonstranten sind Menschen mit krimineller Vergangenheit und Arbeitslose. Sie haben keine Arbeit, also sagen sie sich, gehen wir doch mal auf die Straße. Deshalb fordere ich alle auf, verschaffen Sie diesen Menschen Arbeit, so Lukaschenko. US-Außenminister Mike Pompeo äußerte sich bei einem Besuch in Tschechien zu den Vorkommnissen in Belarus. Nach Prag sind Slowenien, Österreich und Polen die weiteren Stationen seiner Europareise. Wir haben eine Wahl gesehen, über die wir besorgt sind, die nicht frei und gerecht war. Uns liegt das belarussische Volk am Herzen. Wir möchten, dass die Menschen in Belarus die Freiheit bekommen, die sie verlangen und von der sie meinen, dass sie zu ihrem Besten ist. Die belarussische Polizei setzte beim Vorgehen gegen Demonstranten in der Stadt Brest eigener Angabe nach scharfe Munition ein. Die Demonstranten seien laut Polizei mit Eisenstangen bewaffnet gewesen und auch nach der Abgabe von Warnschüssen nicht zurückgewichen. Schönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Der erste Schultag nach den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist Pflicht, ebenso das Einhalten des Mindestabstandes und das Beachten der Hygieneregeln. Das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland ist bei den Coronavirus-Ansteckungszahlen Spitzenreiter. Auch bei den jüngsten Werten, die der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn als so wörtlich ohne Zweifel besorgniserregend einstufte. Denn zuletzt meldete das Robert-Koch-Institut 1226 Neuansteckungen in 24 Stunden in Deutschland. Höher war der Wert zuletzt Anfang Mai. Von Schulalltag wie vor der Pandemie kann deshalb keine Rede sein. Wir müssen die eigentlich die ganze Zeit tragen und wenn man jetzt gesundheitlich das nicht kann, dann braucht man einen Attest vom Arzt und dann darf man die auch mal abnehmen. Teilweise 8 Stunden, 9 Stunden am Tag mit Maske und nur in der Pause dann mal abziehen. Ich denke, das wird schon eine große Herausforderung. Wir Lehrer haben theoretisch die Möglichkeit, wenn wir hier, und das ist hier in unserem Raum der Fall, den Abstand von 1,50 Meter gewährleisten können, die auszuziehen, aber halt auch aus Gründen der Vorbildfunktion tragen wir die Maske jetzt hier auch im Unterricht. Was in der Schule gilt, gilt in Nordrhein-Westfalen auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Landesregierung hat die Schutzverordnung bis zum 31. August verlängert. Das bedeutet, wer in Bus und Bahn keine Maske trägt, muss mit 150 Euro Strafe rechnen. Mit Kamala Harris könnte erstmals eine schwarze Frau Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten werden. Der US-Demokrat und Trump-Herausforderer Joe Biden verkündete die Senatorin aus Kalifornien als seinen Running Mate für die US-Präsidentschaftswahlen im November. Auf Twitter beschrieb Biden die 55-jährige Harris als eine furchtlose Kämpferin für die einfachen Menschen. Sie sei eine der besten öffentlichen Bediensteten des Landes. US-Präsident Donald Trump sagte, er sei von der Wahl Bidens überrascht, da Harris in den Vorwahlen schlecht abgeschnitten habe. Joe Biden gegenüber war sie sehr respektlos. Es ist schwer, jemanden auszuwählen, der so respektlos ist. Während der Vorwahldebatten der Demokraten sagte sie schreckliche Dinge über Sleepy Joe. Harris ist die zweite Afroamerikanerin in der Geschichte, die in den US-Senat gewählt wurde.
Sie gehört zu den bekanntesten schwarzen Politikerinnen des Landes und galt selbst als chancenreiche Kandidatin für die US-Wahl. Ihre Kampagne verlor aber mit der Zeit an Schwung. Biden und Harris sollen offiziell beim Parteitag der Demokraten vom 17. bis 20. August nominiert werden. In Brüssel gilt jetzt auch die Maskenpflicht im Freien. Das belgische Königliche Wetterinstitut gab eine Hitzewarnung heraus. Bei Temperaturen von 35 Grad Celsius haben viele Menschen die Schutzmaßnahme vernachlässigt. Man kann nicht atmen und man schwitzt die ganze Zeit. Aber die Maskenpflicht hat einen guten Grund, denn in ganz Europa, besonders in Spanien, nehmen die Covid-Fallzahlen zu. Dort sind viele Regionen wieder zur Phase 2 der Restriktionen zurückgekehrt. Viele Bars und Geschäfte sind geschlossen. Die Bevölkerung hatte meiner Meinung nach zu viel Vertrauen, dass das Virus während des Sommers mit hohen Temperaturen weniger zirkulieren und weniger ansteckend sein würde. Das stimmt zwar, wurde aber durch eine Nachlässigkeit bei den Schutzmaßnahmen kompensiert. Es gibt viele riskante Situationen, viel mehr soziale Kontakte, Partys, Feste in geschlossenen Räumen, überfüllte Strände. Auch in Frankreich könnte das Tragen von Masken im Freien verpflichtend werden. Der französische Regierungschef will die Covid-Schutzmaßnahmen bis Ende Oktober verlängern. Ich werde die Präfekten auffordern, sich mit den lokalen Volksvertretern abzustimmen, um die Maskenpflicht im öffentlichen Raum so weit wie möglich auszudehnen. In Schottland begann nach 5 Monaten die Schule wieder. Für 700.000 Jugendliche wurden Abstandsregeln und Hygieneschutzmaßnahmen eingeführt. In Londons Märkten herrscht gähnende Leere. Ein Anzeichen für den Einfluss des Coronavirus auf die britische Wirtschaft. Normalerweise kommen jedes Jahr 21,5 Millionen Menschen. Dieses Jahr haben wir Glück, wenn es 3 werden. Corona-bedingt ist die britische Wirtschaft in den ersten beiden Quartalen um rund 20% eingebrochen. Die Pandemie hat Großbritannien in eine Rezession getrieben. Das geschäftige Treiben auf Londons berühmtesten Straßenmarkt ist durch Stille abgelöst worden. Viele der kleinen Unternehmen hier befürchten, dass das so weitergeht und sie pleite gehen werden. Grilled lamb kebabs, grilled chicken, and you get 3 cubbers with it. Kunden werden mit Sonderangeboten gelockt, keine Warteschlangen, weniger Leute, die Unsicherheit wächst. Guys, we've got 50% off our entire menu if you get hungry later. Meine größte Befürchtung ist das Ende der Kurzarbeit. Die große Frage ist, was aus meinen Mitarbeitern wird, die bisher jeden Monat 80% ihres Gehaltes bekamen. Ich habe noch nicht einmal ausgerechnet, was das bedeutet, wenn die Kurzarbeit wegfällt. Nicht weit entfernt ist bei diesem Depot einer Tafel der Bedarf um das 8-fache gestiegen. Die Pandemie hat Menschen, die am Rande der Armutsgefährdung standen, wirklich in den Vordergrund gerückt und sie über diesen Rand geschubst. Es wurde deutlich, wie schnell und leicht man abrutschen kann. Die Daten für Juli zeigen, dass die Zahl der Beschäftigten in Großbritannien um mehr als 700.000 gesunken ist. Laut Finanzanalysten ist das nur der Anfang. Es besteht die reale Gefahr, dass es nach dem Ende der Kurzarbeit zu einem Blutbad bei den Arbeitsplätzen kommt. Die Arbeitslosigkeit dann stark ansteigt und sich das auf die übrige Wirtschaft auswirkt. Viele werden die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie erst noch zu spüren bekommen. Oh, here we go. Here we go. Die Menschen im Ostseebad Schönhagen im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Norddeutschland staunten nicht schlecht. Da kam doch tatsächlich ein Wildschwein auf den Strand zugeschwommen. Wildschweine sind als gute Schwimmer bekannt und können im Wasser kilometerlange Strecken zurücklegen. Wo das Tier in die Ostsee sprang, ist nicht bekannt. Bis zur nächstgelegenen Insel Ehre wären es 34 Kilometer. Kaum an Land schnappte es kurz in Richtung eines Mannes, der sich mit einer Schaufel bewaffnet hatte und machte sich dann davon.
Sie einen Blick auf die Welt von morgen. Entdecken Sie die neuesten technologischen Durchbrüche. Und treffen Sie bahnbrechende Vordenker der Forschung. Entdecken Sie die Geheimnisse der Wissenschaft und Innovation bei Futuris auf Euronews und euronews.com. Schulbeginn in Nordrhein-Westfalen. Das Tragen einer Maske ist Pflicht. Schlimmste Rezession in der Geschichte Großbritanniens. Schönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Der erste Schultag nach den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist Pflicht, ebenso das Einhalten des Mindestabstandes und das Beachten der Hygieneregeln. Das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland ist bei den Coronavirus-Ansteckungszahlen Spitzenreiter, auch bei den jüngsten Werten, die der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn als so wörtlich ohne Zweifel besorgniserregend einstufte. Denn zuletzt meldete das Robert-Koch-Institut 1226 Neuansteckungen in 24 Stunden in Deutschland. Höher war der Wert zuletzt Anfang Mai. Von Schulalltag wie vor der Pandemie kann deshalb keine Rede sein. Wir müssen die eigentlich die ganze Zeit tragen. Und wenn man jetzt gesundheitlich das nicht kann, dann braucht man einen Test vom Arzt und dann darf man die auch mal abnehmen. Teilweise 8 Stunden, 9 Stunden am Tag mit Maske und nur in der Pause dann mal abziehen. Ich denke, das wird schon eine große Herausforderung. Wir Lehrer haben theoretisch die Möglichkeit, wenn wir hier, und das ist hier in unserem Raum der Fall, den Abstand von 1,50 Meter gewährleisten können, die auszuziehen. Aber halt auch aus Gründen der Vorbildfunktion tragen wir die Maske jetzt hier auch im Unterricht. Was in der Schule gilt, gilt in Nordrhein-Westfalen auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Landesregierung hat die Schutzverordnung bis zum 31. August verlängert. Das bedeutet, wer in Bus und Bahn keine Maske trägt, muss mit 150 Euro Strafe rechnen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat sich gut eine Woche nach der Explosion im Hafen von Beirut vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. Im Rahmen seines Besuchs wurde Maas auch vom libanesischen Staatspräsidenten Michel Aoun empfangen. Das Maß an Verwüstung und an Zerstörung ist, ich würde mal sagen, für Menschen, die in Deutschland leben, nahezu unvorstellbar. Und deshalb war es auch so wichtig, dass wir uns in der Bundesregierung dazu entschlossen haben, so schnell zu helfen. Wir bringen 4 Millionen Euro schon mal heute mit, die ans Rote Kreuz gehen und an Organisationen der Vereinten Nationen, weil wir wollen, dass das Geld auch dort ankommt, wo es gebraucht wird und nicht in irgendwelchen Kanälen versickert, von denen es im Libanon leider zu viele gibt. Maas Behörde, das Auswärtige Amt, wurde von der schweren Explosion in Beirut unmittelbar getroffen. Eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft in der libanesischen Hauptstadt kam dabei ums Leben. Eine weitere erlitt schwere Verletzungen. Man kann nicht mehr nur von einem wirtschaftlichen Abschwung sprechen. Großbritannien erlebt durch die Coronavirus-Pandemie
die tiefste Rezession in der Geschichte des Landes. Im zweiten Quartal ging die britische Wirtschaft um über 20% zurück. Manche Sektoren wie Dienstleistungen gar um 35%. Vor ein paar Monaten sagte ich bereits, dass schwere Zeiten auf uns zukommen. Die Zahlen zeigen, dass sie da sind. Großbritannien hat einen schlimmeren Schlag erlitten als andere Länder. Warum? Ein Grund ist, dass das Königreich erst später als der Rest Europas eine Quarantäne verhängte und dass diese länger andauerte als anderswo. Während des gesamten zweiten Quartals waren strenge Auflagen in Kraft. Hunderttausende haben ihren Arbeitsplatz verloren. Aber ich verspreche, dass niemand ohne Hoffnung oder ohne Chance zurückbleiben wird. No one will be left without hope or opportunity. Sparmaßnahmen lehnt der Finanzminister ab. Viele Wirtschaftswissenschaftler sagen vorher, dass sich die Volkswirtschaften der Eurozone relativ schnell wieder erholen werden. Doch nicht die Wirtschaft in Großbritannien. In the UK, more individually, we have Brexit. Großbritannien muss erst noch mit dem Brexit fertig werden. Das Ende der Übergangszeit rückt näher. Ob es einen Deal gibt oder nicht, auf die Unternehmen kommen weitere Kosten zu. Die Unsicherheit durch den Brexit belastet die Wirtschaft enorm. Sollte es keinen Deal mit der EU geben, könnte die Rezession noch tiefer und länger ausfallen. Sind die Touristen zurück. Die Lehre des Lockdowns gehört zwar der Vergangenheit an, aber der Neustart verläuft zögerlich. Obwohl 70% der Hotels wieder eröffnet haben, liegt die durchschnittliche Belegungsrate bei 30%. Die meisten Häuser sind leer. Einige, darunter Luxushotels, haben überhaupt nicht wieder aufgemacht. Andere, wie dieses 4-Sterne-Hotel in der Nähe des Markusplatzes, haben ihre Preise um die Hälfte gesenkt. Die Eigentümer haben nur eines ihrer beiden Hotels wieder eröffnet. Europäische Kunden tendieren dazu, mehr im Winter zu reisen als im Sommer, wenn die Preise höher sind. Daher kann man auf keinen Fall hohe Preise verlangen, wenn man ihnen attraktive Angebote machen will. Für viele hat es sich nicht gelohnt, wieder aufzumachen. Die, die es gewagt haben, hoffen auf Hilfe. Die Stadt muss offen bleiben. Sie darf nicht von der Liste der touristischen Ziele in Europa verschwinden. Wie in Spanien sind die Hotels trotz geringer Auslastung geöffnet. Wir müssen zeigen, dass es vorwärts geht. Wir warten auf die Hilfe der Regierung. Es muss Unterstützung geben. Unter weniger Touristen leiden auch die Kultureinrichtungen. Drei Monate nach dem Ende des nationalen Lockdowns haben schätzungsweise 30% der Museen im ganzen Land noch nicht wieder geöffnet. In Venedig haben zwar die Kulturstätten wieder aufgemacht, aber die Wiedereröffnung ging nur sehr langsam vonstatten. Der Neustart der Kultur passierte in Venedig später als in anderen Teilen des Landes. Und in den meisten Fällen sind Besucher nur an wenigen Tagen in der Woche zugelassen. Erika Baldin ist Mitglied des Regionalrates. Hotelbesitzer sind mehr auf den Profit bedacht. Sie machen ihren Betrieb wieder auf, wenn es die Nachfrage dafür gibt. Wenn es weniger Touristen gibt, können sie entscheiden, weniger zu arbeiten und die Belegschaft zu reduzieren. Für Museen kann man nicht dieselben Maßstäbe anlegen. Sie bieten eine wesentliche Dienstleistung für die Öffentlichkeit an. Venedig überstand den Lockdown und kurz davor ein außergewöhnliches Hochwasser. Man ist jetzt für alles gerüstet, auch in Corona-Zeiten, in denen die Zukunft unsicher ist. Planung ist unmöglich, man muss die Gegenwart leben. Wer nur für einen Tag in Belgien an den Strand will, hat Pech gehabt. Viele Strandorte haben Tagestouristen verboten. Für den belgischen Innenminister Pieter de Krem keine gute Idee. Ich stelle mich auf die Seite derer, die als freie Menschen an unsere Küste wollen. Ein Tagestourist ist schließlich kein Tagesterrorist.
Vor wenigen Tagen war es am Strand von Blankenberge zu wilden Szenen gekommen, als Jugendliche die Coronavirus-Vorschriften nicht einhielten und sich weigerten, den Strand zu verlassen. Sozialarbeiter Thierry Dupierreux sagt, das Verbot von Tagestouristen in den belgischen Strandorten treffe die sozial Schwachen. Auf diese Art und Weise nimmt man den Familien die einzige Möglichkeit, dass sie sich einmal einen Tag am Strand erholen. Diese willkürliche Maßnahme ist ungerecht. Der Bürgermeister von Knokke Heist erklärte, and we don't want quantity, we want quality. Wir wollen nicht Quantität, sondern Qualität. Wer die Regeln befolgt, kann kommen. Es gibt Leute, die folgen den Regeln nicht. Die werden wir von hier fernhalten. They will be eradicated from this place. Ab dem heutigen Mittwoch lässt der Bürgermeister Tagestouristen wieder kommen, unter der Voraussetzung, sie halten sich an die Distanzregeln. Die Menschen im Ostseebad Schönhagen im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Norddeutschland staunten nicht schlecht. Da kam doch tatsächlich ein Wildschwein auf den Strand zugeschwommen. Wildschweine sind als gute Schwimmer bekannt und können im Wasser kilometerlange Strecken zurücklegen. Wo das Tier in die Ostsee sprang, ist nicht bekannt. Bis zur nächstgelegenen Insel Ehre wären es 34 Kilometer. Kaum an Land schnappte es kurz in Richtung eines Mannes, der sich mit einer Schaufel bewaffnet hatte, und machte sich dann davon.